Yo Leute, dies kann man jetzt nicht als Pokémon X und Y Gameplay Video ansehen, sondern eher als eine oder als ein kleines Sondervideo, Zusatzvideo zu diesem Gebäude hier in Illumina City. Ich weiß, die Stadt ist verflucht, aber ihr habt es auch bestimmt schon gesehen. Durch das, was ich euch jetzt zeige, ist sie noch ein kleines bisschen verfluchter. Oder halt etwas kurioser, wenn ihr in den ersten Stock fahrt, glaube ich. Verdunkelt sich beim erstmaligen Besuch der Bildschirm, oder es gibt ja zumindest so eine Art Flackern. Gut, Flackern kann man das nicht nennen. Und dann kommt plötzlich diese Person hinter euch hervor. Mit einer komischen, gruseligen Laufanimation. Du bist nicht der, den ich suche. Selbst auf PokeWiki weiß keiner, was es damit auf sich hat. Und man kann auch hier nirgendwo die besagte Person wiederfinden. Auch im zweiten Stock ist sie nicht. Und ich denke mal, es hat irgendwie was mit einem Event zu tun, weil Game Freak hat es sicherlich nicht nur so zum Spaß reingemacht. Denn man findet eine ähnliche Hexe in einem Hotel in Riviera City, glaube ich, heißt die Stadt. Und dort in einem Hotel ist halt nochmal so eine Hexe drin, die etwas komisch oder die etwas komisch redet und da einfach nur so rumsteht. Wobei ich nicht glaube, dass es mit der Hexe von hier zu tun hat. Also einfach mal so ein kurzer Fact aufgestellt. Vielleicht ist es wirklich so eine Art Creepypasta. Auf jeden Fall macht sich jeder darum irgendwelche Gedanken um eine Creepypasta. Ich persönlich auch. Aber ich denke mal, das hat mit dem Event zu tun. So, wir sehen uns bei weiteren Pokémon X Kämpfen oder Gameplays wieder. Tschüssi!